Ich glaube, die Höhle haben wir ganz gut erforscht. So, mal gucken, wo uns das jetzt hinbringt. Weißer Bildschirm. Das bringt uns vorzugsweise erstmal wieder raus. Okay, alles klar. Wieder frische Luft. Hooray, ja. Und wieder irgendwelche Löcher zum Buddeln. Und wieder haufenweise Rubine. Da. Es sind eindeutig zu viele Rubine, die ich hier bekomme. 443. Wo soll ich den ganzen Scheiß mal ausgeben? Also in Terrys Laden gab es einmal was, was ich noch kaufen konnte. So eine Erweiterung praktisch gesehen. Und bei dem normalen Händler gab es auch noch was ich kaufen konnte. Aber ansonsten... Noch einer! Aber diesmal grün! Ja, den Gag hatten wir schon ein paar Mal. Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Warum schwarze Klamotten? Verstehe ich nicht. Hier geht's nicht weiter, aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinübergesprungen. Oder ist es hier Girahim oder wie der nochmal hieß? Hat er schwarze Klamotten an? Was für eine Kraft, Respekt. Aha, ja, was für eine Kraft, Respekt. Ja, ja. Ich bin auch großer Bewunderer von ihm und so weiter und so fort. Er ist mein Idol, gewissermaßen. Ablegen, alles klar. Njop, 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 njop. Boom. Okay, jetzt dorthin zumindest auf. Und was? Okay. Das erscheint mir jetzt auf eine gewisse Art und Weise zu einfach. Auserwählter der Göttin. Wer ist das? Zelda ist nah. Beeil dich. Hä? Was? Wie? Wo? Wer war das? Warum? Weshalb? Wieso? Wer war das? Warum? Wie? War? Wo? War? Warum kann man hier runterklettern? Und warum hält er sich jetzt, wenn er sich mal festhalten soll, jetzt nicht fest? Ich habe den A-Knopf nicht mal ansatzweise berührt. Also, verstehe ich nicht. Ja, das war der Fehler. Ich hätte den A-Knopf berühren sollen. So, aber hier gibt's überhaupt nichts. Warum hängen diese Ranken hier rum? Man weiß es nicht. Gut, ich könnte hier rüber gehen. Ich könnte aber auch nochmal zurückgehen und mir angucken, wofür das hier ist. Ach so, das ist einfach nur dazu da, damit ich dann schneller wieder herkomme. Okay, alles klar. Verstehe ich. Gab's ja auch im Wald. So, wir gehen über die Brücke. Und über der Brücke ist fast absolut gar nichts. Moment, hier nicht. Vogelstatue. Wofür ist diese Plattform da? Man weiß es nicht genau. Irgendwas. Irgendwelche Dinger zum Rollen. Also hier Bomben und so. Wofür? Sieht sehr seltsam aus. Irgendwie ist sowas ähnliches wie ein behelfsmäßig zusammengezimmerter Käfig oder irgendwie sowas. Wofür ist das? Seltsam. Kann man das Ding irgendwie zum Explodieren bringen oder so? Man weiß es nicht genau. Bup. Legen wir einfach mal hin. Was passiert? Lass mich raten. Absolut gar nichts. Wofür ist das hier? Bup. Kann man hier irgendwo was... Naja. Sieht alles ziemlich massiv aus, auf eine gewisse Art und Weise. Ich könnte jetzt spontan nicht sagen, ob man hier irgendwo irgendwas aktivieren kann. Nö, kein Schimmer. Gut, hier links sind Feuerfledermäuse. Okay. Hallo, meine süßen kleinen Feuerfledermäusis. Drei auf einen Streich. Soll mir erstmal einer nachmachen. So, zack und zack. Und sprinten und weiter hochsprinten. Okay. Will ich dort überhaupt lang gehen? Man weiß es nicht genau. Oder ich könnte auch spaßeshalber dort rechts hingehen. Also sofern das reicht. Ich weiß es nicht genau. Moment. Das probieren wir an der Stelle nochmal aus. Aber ich glaube, dafür ist Link nicht schnell genug. Beziehungsweise der gute Hering. Lalalala. So. Dup, 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 dup. Bombe, 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 Bombe. Und werfen und... Nee. Keine Chance. Das hier bekomme ich noch nicht auf. Bekomme ich bestimmt von der anderen Seite auf. Ach, hier oben kann ich noch was... graben. Graben, 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 graben. Ich muss doch graben, graben, graben. Ja, ja. Ganz viel Graben. Oh ja, wenn ich die Möglichkeit zum Graben habe, dann muss ich doch... Das kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Scheiß hier so einfach liegen lasse. Ja, da kommt man dann ganz eindeutig von der anderen Seite hin. Denke ich mir so zumindest einfach mal. Na gut. Schnupp, 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 schnupp. Sprinten, sprinten, sprinten. Sprinten. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert.
Sprinten, sprint, 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 sprint und irgendwie hoch und zack und fertig. So. Hi, ich mag dich nicht. Du mochtest mich auch nicht. Du putzelst runter. Oh, wie süß. Er hat einen Purzelbaum gemacht. So. Aber jetzt habe ich nur ein ganz kleines Problem, glaube ich. Oh, 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 oh. Doch. Ja, ich habe ein ganz kleines Problem. Hm, Moment. Ja, das kriegen wir doch hin. Da kann ich doch zum Beispiel... Ja, da kann ich doch zum Beispiel... Sydney 1990 hochschicken. Ta-ta-ta-ta. So. Sydney, erweise mir die Ehre. Und hilf mir bei diesem... Verdammt. Hilf mir bei diesem kleinen Problem. Hm. Moment. Neigen, 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 neigen. Ach so, wir können ja... Ah, wir können es... Oh, vielleicht von hinten machen. Oder so. Ich weiß nicht genau, ob das... Ach komm. Das ist jetzt ein Witz, oder? Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass es nicht funktioniert. Der Plan ist sowas von genial. Der muss funktionieren. Ich habe mir gerade selber ausgedacht. Also... Njop, njop, njop. Neigen. Ja. Hilfe. Irgendwie. Kurve. Einigermaßen. Irgendwie besser fliegen. Schnupp, schnupp, schnupp. Nein. Ach Gott. Das gibt's doch nicht. Moment. Der Plan ist so gut. Das muss funktionieren. Schnupp, 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 schnupp. Es tut mir leid, Sydney, dass ich dich ein bisschen so steuere, als ob du... Ups. Nicht ernsthaft. Kommen wir da jetzt hin oder nicht? Es wäre ganz cool, wenn ich nicht oben immer die Mauer touchieren würde, dann... Ja, dann würde ich wenigstens genauer wissen, ob das jetzt tatsächlich funktioniert oder nicht. Aber ihr müsst zugeben, Leute, dass die Idee echt gut ist. Toll. Das habe ich nicht mal getroffen. Bäh. Moment. Gut, dann machen wir jetzt mal was anderes. Dann gehen wir jetzt nämlich mal hier rüber. Und gucken mal, ob uns das irgendwas bringt. Deko-Kerne. Ach so. Meint ihr etwa, das könnte... Das wäre zu einfach, oder? Das wäre ja gewissermaßen, also... Wenn ich das mit der Schleuder machen kann, dann lache ich. So. Moment. Nein. Ja, nee. Aua. Hilfe. Hering hat Scheiße gemacht. Ja, nee. Gebieter, deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend Heilungsmaßnahmen. Um dich zu unterstützen, habe ich der Aurasuche... Was? Ein Herz hinzugefügt? Halte C gedrückt und wähle im Auswahlmenü Herz aus, um das Ziel der Aurasuche zu ändern. Ich hoffe, diese Funktion ist nützlich für dich, Gebieter. Ach so? Und jetzt kann ich so Herzen suchen. Okay. Interessant. Finde ich lustig, aber gut. Schön, hätten wir das auch mal gesehen. Ah, ja, ja. Könnt ihr mal sehen. Der Hering zeigt euch alles in diesem Let's Play. Das ist der Wahnsinn. Sub, dub, dub. So. Eine kleine Bombe. Eine kleine Bombe ist wie ein kleines Leben. Schnuppi, schnuppi, schnupp, schnupps. So. Was ist jetzt dort unten? Dort ist nur der Bernsteinhalbmond. Lass mich raten. Das hier ist der... Der komplette Anfang, natürlich. Ich sehe ja hier auch die Magmarienkäfer und so, die ich jetzt an der Stelle nochmal einsammeln kann, weil ich gerade Lust dazu habe. Da sind sowieso drei. So, ich schnapp mir die ganze Familie. Ja, schnapp sie dir alle. Schnups. Schnups. Hallo? Kannst du das Netz auch wieder wie ein normaler Mensch halten? Hering? Hallo? Schnups. Netz mal wegstecken. Zack, Netz wieder rausholen. Alles klar. Toll, und jetzt ist er weg. Na gut, von mir aus. Schnupp, 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 schnupp. Schnell, 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 schnell. Ausdauerfrucht. Schnell, 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 schnell. So. Jetzt stellen wir uns nochmal hier oben hin. Und aktivieren diesmal die Schleuder direkt. So. Abfeuern. Kapui. Kapui. So, okay. Tatsächlich. Oh mein Gott. Oh, ich krieg so die Krise. Nein. Aber die Idee mit dem Käfer war eindeutig besser und auch effektvoller. So, hier bräuchte ich eine Bombe. Interessant. Achso. Oh, hi. Ich wusste nicht, dass hier wieder mal so ein kleines Treffen veranstaltet. So. Hier sind meine Bomben. Alles klar. Darf ich bitte? Danke. So, dich mag ich nicht und dich mag ich nicht. Und jetzt schnapp ich mir hier die Bombe. Süße kleine Bombe des Lebens. Hui. Oder des Verderbens, je nachdem. Da. 40 Rubine. Hm, nicht schlecht.
So. Bop, 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 bop. Alles klar. 514 Rubine. Wie gesagt, ich muss zum Wolkenhort. Geradezu zwangsweise. Also. Schnups. Schleuder. Ja, ja. Ja, ja, du kannst da oben noch so viel. Ich mag dich nicht. So. Hab ihn gehauen. Bringt nur absolut gar nichts. Kann es sein, dass ich aber... vielleicht mit Bomben. Vielleicht kann ich seinen Turm zum Einsturz bringen. Vielleicht, aber auch nicht. Man weiß nicht genau. Mal gucken. Doch. Oh, Baum fällt. Boom. Hübsch. Ich habe mir eine Brücke gebaut. Okay, alles klar. Wir gucken uns jetzt noch kurz in diesen Häusern, Hütten um. Whatever. Was haben wir hier? Oh, Käfer. Halt, Moment. Schmetterlingsnetz. Ich brauche einen Käfer. Ich brauche dich. Ja. Na, hallo. Kannst du... Das gibt's doch nicht. Und dann einfach so graben. Nein. Komm her. Na komm. Ich hau doch die ganze Zeit. Wo soll ich noch... Ja. Das ist doch scheiße. Hering ist kein guter Schmetterlingsnetz, um... Also er ist nicht gut mit dem Schmetterlingsnetz. Das wollte ich an der Stelle einfach nur sagen. Verdammt. Ich bin zu ungestüm gewissermaßen. Das ist nicht gut. Dort unten ist nichts. Ja. Ansonsten ist es ja... Achso, Moment. Hier kann ich ja noch was kaputt machen. Ach so. Schnupp, 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 schnupp. Na dann. Geh auf. Ja, ja. Zeige mir deinen Inhalt. Zeige mir... Bitte was? Eine Höhle. Eine gänzlich andere Höhle. Was ist das? Hä? Ist dort irgendetwas? Gräbt dort jemand, oder? Eine seltsame Fratzentruhe. Seltsamer Ort. Hi. Wer bist denn du? Oh, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Cipollino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die Risikorubinjagd. Aha. Du kannst so lange nach Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt. Möchtest du auf Risikorubinjagd gehen? Anfänger. Jo. Das Anfängerfeld bietet weniger Orte zum Graben. Genau das Richtige für Einsteiger. Eine Runde auf dem Feld kostet 30 Rubine. Möchtest du graben? Graben. Ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Okay. Ich habe ein Glücksspiel gefunden. Interessant. 3, 2, 1. Los. Okay. Ich darf Rubine suchen. Rubine suchen. Rubine suchen. Okay. Toll. Bombe, Ende. Ja. Okay, so viele Bomben gab es tatsächlich nicht, aber naja. Naja. Du hast 7 Rubine ausgegraben. Du hast einen ziemlich großen Verlust hinnehmen müssen. Es tut mir wirklich leid für dich. Tipp gefällig, hör gut zu. Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe. Ist so ähnlich wie Minesweeper, ja? Also so vom Konzept her. Interessant. Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben befinden sich um ihn herum. Solltest du beim ersten Graben direkt auf eine Bombe stoßen, dann hast du wohl Pech gehabt. Ja, toll. Du solltest es gleich nochmal versuchen. Hast du Interesse? Wie sieht ein Experte aus? Auf dem Expertenfeld befinden sich mehr Bomben, aber auch wertvollere Rubine. Die Chancen, sich dort eine goldene Nase zu verdienen, stehen wirklich nicht schlecht. Eine Runde kostet 70 Rubine. Na gut, graben. Ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Ich hoffe es auch. Oh. Das ist ja wirklich ein extrem großes Feld. Okay, ja gut. Der erste Versuch ist ja wohl... egal. Du hast eine Rubinfalle erhalten. Die wurden... Was? Die wurden 10 Rubine abgezogen? Wie gemein. Willst du mich verarschen? Okay. Aber dann dürfte ja theoretisch... Du hast einen silbernen Rubin erhalten. Er ist sagenhafte 100 Rubine wert. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Okay, jetzt können wir von mir aus eine Bombe finden. Müssen ja theoretisch jetzt um den silbernen Rubin drumherum ganz viele Bomben sein. So, deswegen gehen wir jetzt mal hier hin. Aha, ein blauer Rubin. Gehen wir mal hier hin. Wie eine Bomben... Also, eine Rubinfalle. 10 Rubine weg. Jetzt wieder 5 Rubine dazu. Jetzt. Wieder 5 Rubine dazu. Wieder 5 Rubine dazu. Weiß ich nicht. Hier, wieder 5 Rubine dazu. Das wäre echt der Jackpot, glaube ich, mit den 100 Rubinen jetzt schon. Wieder 5 Rubine dazu.
Rubinfalle. Was haben wir hier? 20 Rubine dazu. Okay, das ist cool. Ein Rubin dazu. Naja, dann kann ja eigentlich... Ja, 5 Rubine dazu. So, was haben wir hier? Wieder 20 Rubine dazu. Vielleicht... Nochmal 20 Rubine dazu. Ach du Scheiße, die Runde ist gut. Boom. Okay, Ende. Verliere ich eigentlich Herzen, wenn ich immer von einer Bombe getroffen werde? Aha. Interessant. 176 Rubine. Hm. Du hast 176 Rubine ausgegraben. Du hast ein kleines Vermögen sammeln können. Glückwunsch. Jo. Du sollst es gleich nochmal versuchen. Hast du Interesse? Nee, bin ich bescheuert? Bitte komm bald wieder. Also, ich bitte euch, man verliert tatsächlich Herzen, wenn man hier mitmacht. Ach du Scheiße, was ist das für ein Minispiel, wenn man hier drauf gehen kann. So, aber das ist jetzt nur tatsächlich dafür da, kann das sein? So, wenn ich nämlich hier oben gucke, ist hier absolut gar nichts. Das ist nur ein kleines Minispiel. Halt, Moment. Achso, hier sind noch Sachen zum Graben. Auch eine Rubine. Hm, Herzchen wäre mir irgendwie lieber. 600 Rubine, jetzt bin ich tatsächlich beim Maximum angelangt. Oh, hi. Du willst Cipollinos Risikorubinjagd spielen, oder? Du willst die Ulta. Mir ist egal. Betonung heute für den Arsch. Willst du einen Tipp, mit dem du ganz einfach reich wirst? Allerdings gibt es den nicht umsonst. Schließlich wirst du ja reich damit. Ich mache dir einen Preis, der mich fast zum Weinen bringt. Schlappe 20 Rubine. Okay, verrat's mir. Hey, da danke ich recht schön. Aber sag es niemandem weiter. Also, je nachdem, wie kostbar ein Rubin ist, wird er von einer unterschiedlichen Anzahl Bomben gesichert. Ein grüner Rubin zum Beispiel hat in der Nähe keine Bomben. Aha. Ein blauer Rubin hat 1 bis 2 Bomben, ein roter Rubin hat 3 bis 4 Bomben und ein silberner Rubin hat 5 bis 6 Bomben in seiner Umgebung. Ein goldener Rubin ist sehr, sehr selten und von 7 bis 8 Bomben umgeben. Und was sagst du? Das macht es doch erheblich einfacher zu entscheiden, wo du graben solltest, was? Aber etwas Glück brauchst du trotzdem noch. Alles Gute. Also es hat wirklich ein bisschen was von Minesweeper. Ja, interessantes Minispiel tatsächlich. Kann man machen, wenn man irgendwie lustig ist oder so. Herzlichen Dank, dass du dich an der Risiko-Rubinjagd versuchen möchtest. Beachte folgendes, Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe. Je wertvoller Rubin, desto mehr Bomben befinden sich um ihn herum. Viel Glück. Alles klar. Haben wir verstanden? Ich habe jetzt ganz viele Rubine irgendwie eingeheimst. Das finde ich faszinierend, gewissermaßen. Und jetzt wäre es mir nur noch ganz lieb, tatsächlich, wenn ich sowas ähnliches wie Herzteile besitzen würde, genau. Huhuhuhu. Herzchen. Oh, ich will kleine Herzchen haben. Oh, ich hätte gerne noch ein paar Herzchen. Gut, dann halt nicht. So, da hinten sind doch Herzchen oder irgendwie sowas. Wir gehen jetzt einfach mal über die Brücke. Schnupp, schnupp, schnupp. Ja. Ja, nein, vielleicht. Tatsächlich, hier sind Herzchen. Gut. So. Ich fühle mich nicht so gut. Ausdauer. Danke. Ach, hier ist ja auch eine Ausdauerfrucht in der Nähe. So, Rubin. Ich müsste wirklich dann... Ich glaube, bei der nächsten Wolkenstatue, also beziehungsweise bei der nächsten Vogelstatue, würden wir dann einfach mal... Oh, wow, das war knapp. Würden wir dann einfach mal in den Wolkenhort zurückgehen und uns ein paar Sachen kaufen. Hier geht's irgendwie nicht runter, aber hier gibt's ja noch einen Weg. Oh, die Mutter alle schleimen mal wieder. Schleimi. Oh. Du hast Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwertbar. Hooray! Ja, und dann könnten wir auch mal gucken, ob wir mittlerweile schon irgendwelche Sachen irgendwie verbessern könnten oder so. Das würde mich auch mal interessieren. Hm, viele Dinge, die wir machen können. So, hochklettern. Schnupp. Klettern. Dankeschön. So. Ich mag dich nicht, deswegen kuller doch bitte wieder runter. Dort an der Seite ist etwas interessant. Schön, dass sie mich kein bisschen beachten. So. Da ist jemand, der es irgendwie wissen möchte. Okay, alles klar. Ja, aber ich bin zu schnell für euch. Zack, 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 zack. Okay, ich wusste es doch. Ja, ihr seid kein Problem für mich. Bam. Und runter und perfekt. So. Wie gesagt, dort könnte man irgendwie mit Bomben hin. Ups. Ich glaube, für den Moment brauchen wir aber mal wieder hier die Schleuder. Abfeuern. Boing. 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 Puh. Laufen. Und irgendwie hoch und... Verdammt. Mist. Ja. Ach, komm's. Ja.
So toll seid ihr auch nicht, ganz ehrlich. Up, 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 up. Zack. Und zack. Und zack. Und... Oh. Oh, jetzt habe ich den... Ach so, natürlich, weil er ja den Felsbrocken in der Hand hatte. So kann man die natürlich auch ohne Probleme ausschalten. Das ist cool. So, aufheben? Ja, weiß ich nicht. Juhu! Oh, ich bin Hering, der Bockblin. Da, 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 da. Ich habe einen großen Felsen und ich schmeiße ihn auf irgendwelche Helden hinab. Bum, bum, bum. Weil ich es kann. Ja. Ui, macht das Spaß. Könnte ich auch den ganzen Tag hier machen. Ich weiß schon, warum die ihren Job so lieben, ganz ehrlich. So. Sie müssen es hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel, den Schlüssel! Den Schlüssel. Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Na toll. Und eines von diesen 5 Teilen muss hier sein. Hm, hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hier hineingebracht wurde? Oh! Ja, bestimmt haben sie da etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drinnen sämtliche Schätze unter den Nagel. Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Ja. Könnt ihr? Du bist ganz schön schlau. Und flop. Aha. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit den Mogma eine wichtige Information herausfiltern. Die eben erwähnte seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war... Zelda. Ja, mein Gott. Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar, daher habe ich sie als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Na toll. Ach, kann mir schön was vorstellen. So, Aurasuche. Schlüssel, 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 Schlüssel. Ich hätte gedacht hier, aber... Haben? Nee, boah, nur ein Schleimi. Schleimi, ja, Schleimi, lass mich. Nein, nein, nein. Nicht, ich will nicht. Ich will nicht in Flammen stehen. Dankeschön. So, okay. Hier ist jedenfalls ein wunderbarer Abschnitt und hier kann man bestimmt auch ganz viele mannigfaltige Abenteuer erleben. Wie zum Beispiel, ja, auf der Jagd nach den 5 Schlüsselfragmenten. Aber ich glaube jetzt einfach mal. Ich mache an der Stelle mal wieder eine kleine Pause, speichern und beenden. Beim nächsten Mal reisen wir zuerst ins Wolkenmeer und rüsten uns ein bisschen besser aus. Und danach. Möchtest du wirklich beenden? Ja. Und danach, wie gesagt, suchen wir die Schlüssel zusammen und dann gehen wir zusammen in den nächsten wunderbaren Dungeon. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin erstmal wieder gefallen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder ein bisschen Zelda zusammen zocken. Für den Moment soll es das aber gewesen sein. Ich war der Heringway, das war Zelda für heute. Und ich sage an der Stelle jetzt einfach mal Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.